Hust. Ja, da wäre jetzt Schematiker oder sowas nicht schlecht, ne? Mal eben kurz rein verschieben, fertig. Schön, gerade den Text durchgelesen. Das betrifft ganze 4 Lavasäulen? Ja, lecker. Ach, die Lavalampen. Ja, ja, glaube ich. Wunderschön. Die ich jetzt nicht? Hier die großen Türme. Nee, es sind die Lavalampen. Eine auf jeden Fall. 2. Oder steht die Säule verkehrt? Warte. Warte. Ich bin verwirrt. Das ist sehr effektiv. Ja, die Säulen sind richtig. Die Säule da hinten ist auf jeden Fall verkehrt. Verdammt. Naja, kann doch mal passieren. Außerdem ist es weniger... ich sage, ich bin unproduktiv. Wie konnte das passieren? Ich weiß auch nicht. Ich werde mich sofort steinigen. Ich sehe hier auch etwas. Ich glaube, wir können uns das gleich. Alter, ich glaube, ich brauche eine Brille oder sowas, wenn es so weitergeht. Ich brauchen wir alle irgendwann. Ne, ich brauche die angeblich schon seit Jahrhunderten gefühlt. Oh. Ich sehe das nicht so. Ich will mir demnächst auch mal eine anschaffen. Betonung auf, ich sehe das nicht so. Badum. Ja, ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, guck, ich habe schon eine. Mir kann es nicht passieren. So, die Lava ist weg. Hast du fein gemacht. Alles leer gemacht. Oh, da ist noch Gold. Haben wir noch ein paar Eimer über? Ich habe hier so viel Lava. Ja, Eimer haben wir auf jeden Fall in Masse. Spätestens hier bei der Kiste mit dem Kürbiskopf oben drauf. Da habe ich sehr viele Eimer gelassen. Ach, da haben wir auch neue Lava-Eimer. Ist ja nett. Die war mal leer. Ja, die habe ich gerade voll gemacht. Wo ist eigentlich der Schneemann? Den habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ist er geschmolzen irgendwo in Lava? Hust, hust. Nein, ich kann auch einem Schneemann niemals was antun. Nein. Nein. Einem Menschen ja, aber doch keinem Schneemann. Hallo? Ja, gut. Für wen haltet ihr mich? Ich bin doch kein Monster. Lava rumsteht, ne? Ja, wenn du mich mit Lava anzündest, selber schuld. Ja. Ist doch so. Ach, da fehlt doch Glas. Okay. Ja, Glas. Schneebälle. Der Witz ist, mit Schneebällen kannst du leider niemanden schützen. Dass du immer so brutal bist, du willst immer alle schubsen. Ja. Ich hätte sie auch eben runtergeschubst. Na gut, das hat sie gut gemacht. Hey. Hey. Wolltest du mich auch? Ja. Hast mir nicht gehauen, hast du? Ich wollte jetzt bin ich gleich tot, weißt du? Voll Dings abbauen. Ich hau dich einmal. Ja, ja, das reicht wahrscheinlich. Ja. Ich verbrenne nämlich jetzt, sehr gut. Mammut ist Traitor. Oh, ich lebe noch. Er lebt noch, wow. Die meisten überleben diesen Schlag nicht. Es war ein Wunder.
Oh, ich stelle mal an den Rand und ein paar Kisten hin. Der nervig sind. Und Demon's Souls muss ich auch noch aufnehmen. Irgendwann. Es gibt so viele Spiele, die man noch spielen kann. Es ist so furchtbar, oder? Oh ja. Und das Leben ist einfach zu kurz. Oder man hat zu wenig Freizeit. Es gibt so viele Spiele. Letzteres. Und es gibt viele Spiele, das ist wohl wahr. Aber unter diesen vielen Spielen ist zum Glück auch viel Grütze, die man niemals anfassen muss. Das, ja. Das ist auch was Gutes dann. Und warum habe ich diese Spiele in meiner Bibliothek? Ich habe keine Ahnung. Du weißt es nicht. Und dann gibt es Spiele, von denen denkt man, die sind scheiße und ist total überrascht, weil sie doch super sind. Ja. Jo. Ja. Oder sie machen tierisch Spaß, obwohl sie gar nicht so gut sind eigentlich. Das gibt's auch. Mhm. Siehe Diablo 3, eigentlich pures Grinding-Spiel. Ja. Dennoch macht es einem Spaß. Ja, aber für mich ist die Langzeitmotivation doch, hält sich sehr in Grenzen. Oder auch, ich hatte auch eine Zeit lang, da habe ich halt so ein ganz klassisches Asia-MMORPG tatsächlich sehr gerne gespielt, obwohl es halt auch pures Gegweine ist. Du musst halt einfach nur Mobs töten, weil du keine Quest mehr hast, weil es wirklich keine Quest mehr gibt in den Spielen, weil es halt Asia-mäßig halt ausgelegt ist. Ne? Und die haben halt wirklich extrem viel Spaß, einfach nur Mobs umzuklatschen und dadurch dann irgendwann an Erfahrung zu kommen. Ne? Und ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich mal so ein paar Monate, wo ich das dann gerne gemacht habe. Ich weiß auch nicht. Das kann ja auch durchaus für eine gewisse Zeit Spaß machen, sowas. Ja. Aber dauerhaft schon. Ne, vor allem, es war halt auch so ein Pay-to-Win-MMORPG eigentlich. Das sind natürlich Quests. Ach ja. Ja. Und dennoch, ne, bei Spielen wie zum Beispiel Demon's Souls zögere ich tatsächlich für mich persönlich einfach die Aufnahme halt nochmal ein bisschen hinaus, weil ich dann irgendwie auch nochmal hoffe, dass dann tatsächlich ein PlayStation 4 Remaster davon rauskommt. Nicht, dass ich mal das unbedingt brauche. Naja, aber boah, wenn, dann nehme ich es mit. Warum nicht? Es ist dann halt nochmal ein bisschen hübscher. Minimal. Ah, mal gucken. Fuck! Berühmte letzte Worte. Dein Verzaubertisch ist nicht da. Menü? Doch. Nein. Ach nee, der! Ah! Oh. Ja, dann. Oh. Dann bau dir doch einfach einen neuen hier. Materialien gibt's da genug. Du hast ja das Let's Play geguckt, du weißt, wo alles liegt. Ja, 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 ich kenne jede Kiste. Alles klar. Hallo, Ultrona, wüsste das? Bestimmt. Tordes bestimmt auch. Vielleicht nicht alles, aber so Holz und Reiseutensilien und so, ja. Enix wüsste auch, wo alles ist. Obsidian, Diamantenbuch. Also die meisten. Ja. Es gibt ja Leute, die haben tatsächlich noch weniger Leben als ich und gucken sich tatsächlich jeden Scheiß von mir an. Also nicht jeden, aber in Minecraft. Also das Angucken kann ich ja noch nachvollziehen, aber dass man sich dann solche Sachen dann merkt, wo in welcher Kiste was ist. Das ist schon es ein bisschen gibt krass. Solche Freaks, die bauen von Gronkh da die ganze Map einfach mal nach. Ja. Kann ich auch nicht verstehen.
Und das sogar noch relativ detailgetreu. Ja, nicht nur relativ, sondern sogar sehr detailgetreu. Ich hatte mir damals mal eine runtergeladen von diesen nachgebauten. Also wow. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das wirklich alles stimmte, aber wow. Ja, wollte ich auch, aber irgendwie Edfly sagt zu mir immer nö. Immer diese bösen Adflyer. Ja, ich habe nur diesen einen Link gefunden von Worms Boy. Genau. Das ist, glaube ich, auch der einzige, oder eine der besten nachgebauten Maps, was das angeht. Ja, ich habe sonst auch nichts gefunden. Sag mal, kennt ihr euch ein bisschen mit Maps aus? Was für Maps? Ja, ich wollte mal, weil wie gesagt viel Zeit und Langeweile, ich wollte so gut wie detailgetreu unsere Stadt nachbauen. Jetzt habe ich mir Straßenkarten und sowas mal alles angeguckt und Straßen ausgemessen und den Winkel zu den Himmelsrichtungen und hast du nicht gesehen, gibt es da vielleicht irgendwie eine Variante, wie man quasi eine einfache Topografie schon mal in den World Editor reinkriegt, dass man die Grund Risse zumindest schon mal hat. Da bin ich überfragt. Ja, ich habe zwar schon gegoogelt, aber ich weiß auch gar nicht, was für Suchbegriffe soll ich da eingeben. Meistens kriege ich dann immer nur Straßenkarten. Ne? Irgendwann probiere ich das mal. Also ich weiß, es gibt Mods, Addons, was weiß ich nicht, die dir quasi halt dann so eine Bitmap dann anzeigen lassen können innerhalb des Spiels, dass du das dann quasi als Grundriss nehmen kannst oder sowas. Ja. Jo. Aber der heißt Schematica. Oder Schematix. Schematix oder Schematica, irgendwie sowas. Das ist aber im Endeffekt nur du markierst in einer bestehenden Welt einen bestimmten Bereich, davon wird die Schematik erstellt und die kannst du dann in jeder anderen Welt wiederum einblenden, um sie nachzubauen. Ja. So entstehen dann halt auch zum Beispiel halt diese großen Maps, wo sie dann halt irgendwie die Enterprise nachbauen oder sowas. Oh ja. Da ist halt einer auch immer mit so einer Vorlage. Ja, ich habe mich auch gefragt, irgendeiner oder mehrere mittlerweile schon, vor ein paar Jahren habe ich da mal geguckt, da hat jemand komplett WoW alle Kontinente nachgebaut. Der musste schon mehrere Spielstände nehmen, weil die Höhenunterschiede ja so hoch sind, mit Eisenspiele zum Beispiel, dass das gar nicht auf eine Map passte. Es gibt auch Zelda, das ist auch schon nachgebaut worden. Ja, schon mehrfach. Ganz Dänemark ist nachgebaut worden. Ja. Was ist nachgebaut? Dänemark. Ja, Dänemark, das habe ich mitbekommen. Also, die Schulklasse alles selber gemacht habe. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es eine Schulklasse war, aber es war eine, ne? Ja. Und dann haben sich die Amis da reingehackt. Oder irgendwelche Amis. Oder vielleicht haben sie sich als Amis ausgegeben. Haben alles kaputt gemacht und überall amerikanische Flaggen aufgebaut. Ja, ist ja auch toll. Ach, sehr toll. Shit. Wollen halt alle Weltherrscher sein, ne? Es kann nur einen geben! Ich will kein Weltherrscher sein, ich will ein Weltverbesserer sein. Dazu muss man erstmal über die Welt herrschen. Ja, aber dann hast du so viel Verantwortung. Wenn du nur was verbessern willst. Ach, mit Verantwortung komme ich klar. Mir fällt gerade auf, dass hier gar kein Tier ist. Verantwortung kann man gut verteilen. Wo sind die Hühner? Im Partykeller?